ist Ronja und heute habe ich leider keine Facecam, aber dafür meinen lieben Freund Oliver. Hi. Auch genannt Olli, jedenfalls wenn ich ihn wütend rufe. Und wir spielen heute eine Nur Runde. Dann. Was? Nur dann, sonst nie. Manchmal rufe ich auch wütend Oliver. Ja. Ja, ich bin keine wütende Person, okay? Wir spielen heute Yu-Gi-Oh! Nein. Wir spielen Yu-Gi-Oh! Gegeneinander. Weil viele von euch gesagt haben, Ronja, spiel doch mal Yu-Gi-Oh! Wir wählen übrigens Faust. Wieder Faust. Und jetzt nehmen wir mehr Finger. Und wir sind Erster. Oh, wir haben 1A-Handkarten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben 1. Pass mal auf. Wir aktivieren Krieger von Atlantis, kriegen dadurch einen legendären Ozean auf die Hand, den wir aktivieren. Daraufhin Oh mein Gott! Jetzt wird's verrückt! Jetzt wird's verrückt! Können wir das machen? Wir Special Summonen einen Aqua Spirit, indem wir den Krieger aus Atlantis verbannen aus dem Graveyard. Und wir Normal Summonen jetzt noch den Fisch. Den Lachs, okay? So, bam. Was gibt uns der Ozean? Der Ozean sagt, oh, deswegen konnte ich den spielen, weil das unsere Level reduced hat und man ja nur 4er-Monster spielen kann und der Level 5 ist. Wow, zum Glück habe ich den Ozean. Jedem ist bekannt, wer im Ozean ist, muss sich hüten. Nein, nein, Olli, nein. Vor dem Mystical Space Typhoon. Olli, kurz. Okay. Jedes Mal, wenn man gegen den spielt, jedes einzelne Mal spielt er Mystical Space Typhoon. Ich weiß nicht wie, aber er hat den blöden Mist ständig auf der Hand. Immer wenn man irgendwas Gutes spielen will, es macht mich so wütend. Weil es auch so blöd ist. Was soll denn der Quatsch, ha? Huh? Hm? Huh? Okay. Warte, ich habe gar nicht angegriffen letzte Runde, oder? Du konntest nicht, du warst Erster. In der ersten Runde kannst du nicht angreifen. Ich wusste das. Wir setzen diese Karte, die macht Unbekanntes, okay? Ich kann einmal pro Runde einen Level 4 oder niedrigeren Fisch, den ich kontrolliere, banishen. Oh, das ist doch nice, mach doch. Und nach meiner Endphase Special Summonen. Warum? Das klingt wie so ein unnötiges Ding. Was? Ist übrigens eine Trap-Karte und du wusstest nicht, dass es das gibt. Aber das ist, falls du eine Karte hast, die du aus irgendeinem Grund noch brauchst nächste Runde und ich sie zerstören will, kannst du sie dann banishen und wieder holen. Pass mal auf, wir aktivieren wieder unseren Krieger von Atlantis und kriegen dadurch ein Legendary Ocean! Ja! Den aktivieren wir, wir Special Summonen unseren Aqua Spirit. Bedauts. Und jetzt, pass mal auf, jetzt wird's verrückt. Jetzt Special Summonen wir noch was. Du weißt genau, was es ist. Noch ein Fisch? Mr. Boy. Das hat sich, glaube ich, nicht gelohnt, aber... Doch, das hat sich gelohnt, weil der Mr. Boy, der ist für die Longhorn gut. Der Mr. Boy gibt allen unseren Wassermonstern plus 500. Überleg mal, plus 500. Passt, jetzt wird es noch besser. Oh mein Gott, kann ich das noch machen? Wir können das setten. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Ehrlich gesagt, bin ich unsicher. Hab lange kein Yu-Gi-Oh! Mehr gespielt. Aber ich sag, der Mr. Boy, der macht ja auch die Feuermonster schwächer. Das sieht für mich aus wie ein... Das ist kein Feuermonster. Weißt du was? Nein. Nein, ich will das nicht aktivieren. Das wirkt wie der größte... Also, wie einfach so eine dumme Idee. Der will ständig, dass ich diesen Card-Effekt chaine. Aber nein, das möchte ich nicht. Warum würde man das jemals machen? Mystical Space Typhoon is activated, ja. Okay. Alles klar. Nein! Hör auf, Olli! Wie machst du das? Hm? Wie mache ich was? Ja, wie Mystical Space Typhoons du dich so durch die Gegend und ich habe ihn gerade. Okay. Du hast ihn gerade gezogen. Egal. Warte. Ich habe ein Problem. Und zwar kann ich meinen Fisch gar nicht setzen, weil der 5 Sterne hat und mein Legendary Ocean ja zerstört wurde. Oh, Olli. Okay, weißt du was? Dann mache ich nichts. Mystical Space Typhoon, das hat draufgegangen.
Direct Attack, Chain Another Card Effect. Warum will er das immer machen? Warum will er, dass ich den Special sammle? Warum? Ich verstehe das nicht. Warum würde ich das tun? Nein, will ich nicht. Es ist bestimmt gut. Ich kann mit meinem Lachs nicht angreifen. Okay, jetzt kann ich mit meinem Lachs angreifen. Angriff! Tja, du hast nur noch 900 Leben! Oh, du Mirror Forced. Oh, warte! Mirror Forced du mein Lachs? Ich Mirror Force alle deine. So funktioniert Mirror Force. Oh, weißt du was? Dann banish du deinen Lachs jetzt für eine Runde. Ich banische meinen Lachs. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt, nee. Schade. Passiert den Besten. Manchmal verliert man, manchmal. Manchmal kann man den Lachs nicht machen. Dann kriegst du deinen Water Spirit wieder. Ich bin mir nicht sicher, warum das nicht geklappt hat. Naja, ich kann überhaupt nichts machen. Kannst du was machen? Gerade bist du dran. Aber du kannst, glaube ich, die Runde einfach beenden, theoretisch. Warte mal. Ja, ich kann die Runde beenden. Richtig, richtig, richtig. Und Olli, möchtest du was über dich erzählen? Wir haben leider nicht vorher weise genug Fragen gestellt, damit du jetzt irgendwas beantworten könntest, also musst du irgendwas sagen. So, uff. Was gibt's denn zu erzählen? Ich studiere Informatik und bin gerade in der Klausurenphase und habe deswegen nicht viel Zeit. Das ist korrekt. Bist du da sehr erfreut drüber? Enorm. Das habe ich mir schon fast gedacht. Pass mal auf, ich gewinne jetzt. Ich habe jetzt wieder meine Meerjungfrau. Aha. Kachiu! Nein. Kann ich die andere auch noch? Hast du... Negate Attack! Was ist das? Negate Attack. Ist nicht schlimm. Ich kann mit der Meerjungfrau noch angreifen. Nein, das beendet deine Battle Phase. Oh nein. Mist. Ärgerlich, aber nicht schrecklich. Ich wusste, dass das ist bei Negate Attack so ist. Ja. Ich ziehe aber auch nicht die Karte, die ich möchte. Was willst du denn ziehen? Raigeki oder was? Oh, was haben wir gezogen? Sukuretsu Amor. Ja, oh, nehme ich. Nehme ich. Pass mal auf, du hast viele Fallenkarten liegen. Das beunruhigt mich, aber ist nicht schlimm. Ich greife jetzt mit meinem Spirit an. Und gewinne jetzt. Nein, Mirror Force! Mach eine Mirror Force. Okay, ich aktiviere diesmal meine Karte. Hoffe, dass es diesmal funktioniert. Man weiß es nicht. Letztes Mal hat es nicht geklappt. Was? Ich glaube, es hat funktioniert. Ich glaube, letztes Mal hat es ja auch nicht funktioniert. Aber diesmal schon. Das wirkt zumindest so. Kriege ich die jetzt wieder? Ich versuche, diesen Card-Effekt nicht mehr zu aktivieren, okay? Ich will die Faust. Ha! Hab ich gar nicht. Gotcha. Ich bin Erster. Oh, Zumindest ist es bei uns eh egal, wer Erster ist, weil... Ja, aber lass es mich mir doch einreden. Okay. Also nicht mehr Erster, aber wer? Lass. Oh, warte, ich habe schon wieder die Mistkarte auf der Hand. Die ignorieren wir einfach. Tun wir so, als wäre sie nicht da. Der vergessene Tempel aus der Tiefe. Frei übersetzt. Bin ich hier ganz sicher. Ich habe Mutter Grizzly. Mutter Grizzly hat 1400 Angriffspunkte und ist ein Beast Warrior Wassermonster. Was hast du dazu zu sagen? Was hast du denn da? Du hast die Teetasse. Die ist auch schön. Ist dir übrigens aufgefallen, dass ich diesen wunderhübschen Kaiba-Kartenrücken habe? Hast du den? Hast du einen Kartenrücken und ich sehe den nicht? Oder hast du wirklich nur den schwarzen Default-Rücken? Also bei mir habe ich auch den Kaiba-Kartenrücken. Ich habe den Kaiba-Kartenrücken. Den habe ich manuell ausgesucht. War großer Fan. Das ist natürlich eine schöne Sache. Des Kaiba-Kartenrückens. Warte. Okay, pass mal auf. Wir Normal summonen jetzt noch einen Mr. Boy. Nein, ein Starboy ist es nur. Aber das ist nicht schlimm. Starboy und Mr. Boy sind ziemlich ähnlich von den Effekten, die sie so haben. Ziehen ihm 1050 Leben ab und nochmal 1900. Ja, das ist doch ein Träumchen. Ich kann leider den hier noch nicht einsetzen. Kann ich Mr. Boy? Ah, nee.
Nevermind. Okay, ich beende meine Runde. Was tust du? Ich ziehe erstmal. Dann spiele ich One Day of Peace. Okay. Beide eine Karte ziehen. Okay, das ist schön. Das freut mich, danke. Dankeschön, Ali. Dann spiele ich noch zwei Karten verdeckt und dann bist du dran. Du hast 5 verdeckte Karten da liegen. Was ist denn das für eine billige Strategie, ha? Ha? Findest du das in Ordnung? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was meine Karten hier für Effekte haben, bin ich ganz ehrlich. Ist mir auch egal. Ich spiele jetzt Giggity Gaga Dugedi. Oder wie auch immer wir ihn nennen wollen. Und tausche mich durch Mama Bär aus. Dann nennt man Giga Gaga Giga. Ja, Giga Gaga Giga. Dann verbannen wir Mama Bär und summonen einen Wasserspirit. Oh. Mhm. Und jetzt denkst du dir, Ronja, der Wasserspirit... Obwohl, nee, mach ich überhaupt nicht. Bin ich dumm. Ich wollte schon wieder Mr. Boy reinbringen. Aber ich glaube, ich will Mr. Boy nur holen, weil Mr. Boy vom Namen her so witzig klingt. Und was machst du jetzt? Kannst du mal aufhören, Miraforce zu spielen? Es ist schon ein bisschen Cancer. Ja, Miraforce ist... Es ist schon nicht so witzig. Es ist schon Cancer. Gebe ich zu. Nein! 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 Oh, nein, wie konntest du nur? Meine Mirror Force! Wie? Oliver, ich hasse dich. Du kannst heute Nacht auf dem Sofa schlafen. Das Schlimme ist, das Ding ist, es stört ihn nicht mehr. Also voll oft, wenn ich nicht da bin, kann ich nicht angreifen? Nein. Nee, ich hab die Swords of Revealing Light! Lichtschwerter. Ich weiß, wie heißt das? Ich glaube, er ist einfach nur Lichtschwerter auf Deutsch. Wirklich? Heißt es nur Lichtschwerter? Ich glaube, er ist nur Lichtschwerter. Oh, oder okay. Schwerter des Lichts oder so. Aber, ich glaub, aber was ist mit dem Revealing? Ich kenne es nur aus dem Anime. Ich weiß nicht, wie er das da immer sagt. Lichtschwerter genannt. Ah, oh, okay. Ich habe es nie auf Deutsch geguckt. Nee, das, was ich sagen wollte, ist, das Problem ist, ich kann ja nicht mal sagen, oh ja, haha, als Strafe schläfst du auf dem Sofa, weil wenn ich nicht in der Wohnung bin, schläft er voll oft einfach auf dem Sofa, einfach weil unser Fernseher im Wohnzimmer ist. Und voll witzig. Brille. Pass mal auf. Oh! Okay. Ich bin nicht sicher. Nee, ich kann die nicht sammeln. Mm. Oh, das ist stark. Oh, das ist stark. Ja, pass. Sehr stark. Ich sage dir, das ist mein Sieg. Wir haben jetzt hier kannst nämlich den Gemini Dance. Stimmt natürlich. Zweite Runde. Der blöden Lichtschwerter. Die doofen Lichtschwerter, die habe ich im Anime auch immer getiltet. Da war ich dann auch immer ein bisschen unzufrieden. Oh, wir haben große Welle, kleine Welle. Zerstört alle Face-Up-Wassermonster auf meiner Seite. Warum würde ich das tun? Oh! Ich kann... aktivieren. Ja, let's go. Kann ich das nicht aktivieren? Ja, wir Special Summonen jetzt nämlich Wassermonster, die viel besser sind. Bedam und Bedam. Oh, was sagst du dazu? Nice, oder? Oh, ich kann immer noch nicht angreifen. Aber wir haben jetzt hier einen Leviadragon? Leviadragon? Keine Ahnung. Daedalus haben wir jedenfalls auf dem Feld liegen. Mit 2600 Angriff. Und... natürlich den Card Kadi und die swoosh direkt in meinen Graveyard. Was macht Card Kadi? Er ist einfach nur fast. Sie? Fast and furious. Das senden wir mal, aber psch, das lassen wir ihn nicht wissen. Und dann machen wir einen Angriff. Dim, 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 dim. Wenn du jetzt noch eine Mirror Force hast, ich sag's dir, ich komm rüber ins Wohnzimmer. Ich spiele nicht mehr gegen dich. Es ist doch blöd. Ganz ehrlich. Was ist... oh, warte mal, man sieht gar nicht. Ich habe gerade gemerkt, man sieht gar nicht. Card Kadi swooshing through. Man sieht gar nicht so gut bei mir die Lebensleiste im Bild. Das tut mir leid. Das liegt daran, dass sich das immer neu scaled und dann immer ein bisschen Stress macht. Und das Spiel ist auch schon ungefähr 10-mal abgestürzt. So, wir spielen den Krieger von Atlantis.
Aber wir Normals summonen ihn und wir setzen nicht seine Special-Fähigkeit ein, weil was bringt mir der Ozean, wenn ich den Ozean nicht benutzen kann, ha? Huh? So, mach ich dir Schaden. Jetzt seht ihr nämlich auch sein Leben. Hat sich jetzt eh nicht verändert in den letzten Runden wegen dem blöden Swords of Revealing Light Negate Attack. Witzig. Wieso, Olli? Hast du dein ganzes Deck nur mit so Karten vollgepackt? Was kommt da als nächstes? Noch ein Mystical Space Typhoon vielleicht? Das ist die große Frage, die wir uns stellen. Vielleicht noch eine Mirror Force? Vielleicht noch mal eine Negate Attack? Vielleicht beendest du deine Turn. Oh. Das war ein taktisches Element, um die Spannung aufzubauen. Also, okay, als erstes aktiviere ich Wall of Revealing Light. Was macht die? Die kostet nämlich 5000 Lebenspunkte. Und jetzt können nur noch Monster mit 5000 Angriff oder mehr angreifen. Jetzt spiele ich eine Karte verdeckt. Dann spiele ich eine Feder des Phönix. Okay. Dabei muss ich eine Karte auf mein Graveyard legen. Und darf dann eine Karte von meinem Graveyard auf mein Deck legen. Okay. Ich wähle Karte. Nein, du spielst das Deck. Jetzt spiele ich. Nein. Reversal Quiz. Um zu erklären, was jetzt passiert. Ich muss jetzt raten, welche Karte oben auf meinem Deck liegt. Wenn ich richtig rate, tauschen Ronja und ich Lebenspunkte. Wenn ich falsch rate, sind einfach nur alle meine Karten zerstört. Ich habe doch 50 Lebenspunkte und eine meiner Karten macht 500 Damage. Ich mache insgesamt 1200 Damage mit den Karten, die jetzt auf dem Friedhof landen. Und wenn ich jetzt richtig rate, dass Card KD eine Monsterkarte ist, tauschen wir Lebenspunkte und er kriegt den Damage. Ja, das ist so ein blödes Deck. Ganz ehrlich, das ist auch überhaupt nicht witzig. Ganz ehrlich, you lose. Alter, so eine Sauerei. Was ist das für ein Deck? Das hat er sich selber ausgedacht. Findet der witzig sowas? Olli, wirklich? 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 Es basiert auf dem Deck von Alex. Würde es, als es noch den 2v2-Modus gab, gab es da immer noch ein schönes Deck, das was Ähnliches gemacht hat. Du hast dem Gegner mit Lebenspunkten zugeschüttet und irgendwann hast du Lebenspunkte getauscht und hast ihn instant besiegt. Witzig. Alex ist übrigens ein Kumpel von uns, für die das nicht wissen. Ich habe auch Freunde außerhalb von Flo und Hubs. Ich weiß, Schocker. Aber... Erstellst du Neues? Ja, ich erstelle Neues. Warte. Host. Ich hoste. Schmein. Spielst du mal ein anderes Deck, oder wie sieht's aus? Ja, jetzt spiele ich ein ganz spezielles Deck. Oh nein. Oliver. Okay. Ich spiele mein Wasserdeck, okay? Ich bin jetzt vertraut mit dem. Wir spielen Faust! 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 Aha. Erster. Übrigens, mein Ton ist jetzt wieder gut. Es tut mir sehr leid, dass bei Subnautica mein Ton so für die Katz war. Das liegt daran, dass ich mein Preamp hochgedreht habe aus Versehen, wie so ein richtiger Held. Und ich mir gedacht habe, aha, ich mache nur kurz meinen Ton ein bisschen lauter. Wird schon nicht schlimm sein. Ja, tut mir leid, aber ich habe es gefixt. Das ist mein neues Audio-Interface und ich bin mir noch nicht ganz sicher mit den Einstellungen, aber jetzt kenne ich schenk dir erstmal 1000 Lebenspunkte. Nein! Ist es das andere Deck? Spielst du auch das andere Deck? Ich spiele ein Monster. Im verdeckten Verteidigungsmodus. Okay. Ich spiele... Gigigagagigo. Oh. Und? Das ist nicht gut. Warum? Für mich. Ich bin ein kleiner Depp. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Aber war schon dumm von mir. Und ich greife an. Oh, was greifen wir denn da an? Oh, Mr. Clayman. Oh nein. Er konnte seine Freunde nicht retten. Er konnte. Bei Clayman steht da, er wird seine Elemental Hero Kollegen um jeden Preis beschützen. Aber... er konnte es nicht schaffen. Ich spiele Elementarheld Neos Alios. Okay. Dann aktiviere ich den Effekt von Elementarheld Captain Gold. Heißt er wirklich Captain Gold? Er heißt Captain Gold. Wirklich Captain Gold. Dann spiele ich Skyscraper. Ach, du komm doch jetzt an hier. Und das gibt meinem Neos die Power, dein Giga-Giga-Gigo zu finishen. Nein!
Wie kannst du es wagen? Okay, pass auf, ich spiele den legendären Ozean. Oh. Oh, warte noch. Ich bin am Brodeln. Wie? Okay. Es ist nicht menschenmöglich. Warte, ich bin ein Idiot. Warum habe ich den nicht in den Verteidigungsmodus gemacht? Das, weißt du, das ist keine Chance gegen meinen Elementarheld. Okay, nee. Los, greif ihn an. Oh. Jetzt spiele ich was Tender Tricks. Die Captain auch. Okay, oh, ich habe Damage gemisst. Ich benutze den Effekt von Mama Grizzly und Special Summoner ein Monster. Und zwar Special Summone ich. Warte mal, ist der besser? Ich glaube, ich. Ja, ich Special Summone den Amphibien. Keine Ahnung, irgend so ein Amphibienviech halt. Was Olli leider auch tötet. Was schade ist, aber passiert. Aber so schlimm ist es gar nicht, weil jetzt kann ich meinen Aqua Spirit Special Summonen, indem ich den hier aus dem. Was ist das? Graveyard auf Deutsch. Friedhof. Aus dem Friedhof verbanne. Dann habe ich meinen Wasser-Spirit, was auch immer. Wassergeist. Wahrscheinlich, ne? Und weißt du was? Pass mal auf. Ich glaube, den hatte ich früher. Dann machen wir jetzt nochmal was Schönes draus. Oh. Gigigagagigo. Da greife ich doch auch an. Bidiu! Nicht mein Nios. Doch, dein Nios. Tja, was machst du jetzt? Aktiviere Heldensignal. Nein. Weißt du, dass gegen dich zu spielen absolut keinen Spaß macht? Und ich hole meinen Elementarheld Prisma. Das ist ja schön. Okay, pass auf. Ich mach nichts mehr. Oh, das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Wenn ich mit der Karte angreife, dann kann ich seine Lebenspunkte angreifen und muss gar nicht mich mit seinen blöden Elementarhelden rumschlagen. Los, Prisma. Ich glaube, den hier, Bus. Wie heißt das, Bustinatrix? Den hatte ich, glaube ich, früher als Karte, als Kind. Oh. Ich hatte einen, den ich noch auf der Hand habe. Aber... Ja? Ja. Oh, was bei uns früher, da, also die glänzenden Karten, die waren immer, die mochten die Leute immer lieber. Und es gab so einen Elementarhelden, der dir einfach nur Lebenspunkte wiedergegeben hat. Der war eigentlich so eher mittelmäßig, aber... irgendwer hatte den in so einer super glänzenden Version. Ja. Alle fanden das. Das wurde von uns so behandelt, als wäre das die teuerste Karte, die es einfach existiert. Bei uns war es immer, je aggressiver das Monster aussah, desto. Ja. Besser wurde es gewertet. Nee, bei uns ging es eher darum, wie aggressiv die Monster geleuchtet haben. Bei uns war es dann aber auch so, dass Karten auf Englisch und Karten mit chinesischen Zeichen automatisch immer Fälschungen waren. So, nee, bei uns konnten die Leute, die die Karten auf Englisch oder auf Chinesisch hatten, einfach aussuchen, was draufsteht im Prinzip und jedes Mal wieder was Neues. Dagegen hatte ich nichts, weil ich hatte ein paar englische Karten. Ich hatte diese Moki Mokis. Ja. Oh, die kenne ich. Legendärer Ozean, Olli! Was willst du machen? Hast du einen Mystical Space Typhoon ready? Ich denke nicht. Ich rage gleich. Junge, was? Zur Hölle? Was ist denn los bei dir? Wie? Das kann doch nicht sein. Hä? Das ist ein Witz. Das ist echt unlucky. Das hat nichts mit unlucky zu tun. Das ist einfach nur nicht witzig. Hä? Was ist das? Stopp. Das ist, ich hab nur, dass du den nicht in Verteidigungsmodus drehen kannst. Nee, deiner Turn. Warum? Okay. My bad. Ich habe vergessen anzugreifen. Ich Good wollte job. Eigentlich angreifen. Wir setzen eine Karte in den verdeckten Trap-Modus. Was ist also eine Trap? Möglich. Gut zu wissen. Vielleicht habe ich gerade gelogen. Hm. Ich werde dich auf jeden Fall mal attackieren. Oh, ich habe vergessen, Monster zu spielen. Mit Wild Heart. Warte mal, kannst du mich töten? Ja, mit Skyscraper? Ja, pretty sure. Ja, mein legendärer Ozean ist ja weg. Pass mal auf. Oh. Die kommt wieder. Ich hätte dich töten können. Du denkst, du crashst das Spiel. Ich hätte dich töten können, hätte ich einfach das hier vorher gemacht. Oh. Und du denkst, du crashst jetzt lieber schnell das Spiel, bevor du verlierst.
Nee, das hat einfach nicht funktioniert, mein Effekt. Also kann ich das Spiel nicht mehr crashen. Okay. Immerhin. Und der dann sieht zwar schick aus, aber seine Karte. Stats sind eher mittelmäßig. Wir können den aktivieren und können zwei Karten von meinem Gegner in den Graveyard schicken eigentlich. Hä, wieso geht das jetzt nicht? Warum will er denn jetzt den vergessenen Tempel der Tiefsee wieder aktivieren? Das ist nicht der Plan! Oh, das geht. Oh, warte, was? Das geht? Weg mit dir und weg mit dir. Bedauts! Das ist eher ungünstig. Und jetzt können wir angreifen? Ja, diesmal greifen wir auch an. Und wir greifen deinen Bestinatrix an. Und du kannst nicht mich angreifen und damit gewinne ich. Tja! Denkst du hast gewonnen, ne? Schade, Olle. Emergency Call! Du kriegst ein Elemental Hero aus dem Deck auf deine Hand. Schon wieder Neos. Oh, im verdeckten Verteidigungsmodus. Ist ja witzig. Ich habe ein bisschen Angst vor. Ja, das machen wir mal. Wir aktivieren. Oh shit. Sakuretsuke Armor, das zerstört seine Karte. Das ist quasi das gleiche wie Negate Attack. Wir setten diese Karte. Das gleiche, nur dass es nicht die Battleface beendet und kein. Dafür das Monster zerstört. Wir setzen den mal in den Defense Mode. Ich weiß nicht, was er da liegen hat. Wahrscheinlich ein Clayman, der hat 2000, da macht es eh keinen Sinn anzugreifen. Haha! Okay, es war gut, dass ich nicht angegriffen habe. Wirst du angreifen? Wahrscheinlich. Und ich werde wahrscheinlich in der Mirror Force. Oh! Eine Mirror Force! Mensch, so ein Ärgernis! Aber auch, da hattest du gerade gar keinen Mystical Space Typhoon zur Hand, hm? Wie blöd. Nee, leider nicht. Wie äußerlich ärgerlich. Äußerlich ärgerlich. Äußerlich ärgerlich. Angriff! Doppelangriff! Ha! Guck, es gibt jetzt ein paar Karten, die ich jetzt gewinne. Dies ist eine davon. Hä, wieso Avian? Oh. Oh. Zwei Geeky. Haha! Geeky. Natürlich, natürlich. Warum würde man in das Deck nicht noch ein Geeky reinpacken, um es zu verkomplimentieren? Also, ist ja nicht so, als ob wir schon 5 Mirror Forces gespielt haben. Du hast die ganzen Mirror Forces gespielt. Ich meinte Mystical Space Typhoons. Ich meinte Mystical Space Typhoons. Naja, das war's dann aber auch mit Yu-Gi-Oh! Wie gesagt, ich entschuldige mich für keine Facecam, aber es ist mitten in der Nacht und ich bin ehrlich gesagt zu faul, meine Lichter zu setupen. Also, ja. Das ist meine Ausrede. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.